Ein bisschen zum Stimmung aufheitern, machen wir etwas, und zwar etwas mit diesen Schlaghölzchen. Auch ich bin sehr musikalisch. Aber sie schauen wir das ein Spiel, ein tolles, kommt aus dem Kindergarten raus. Und zwar im Kindergarten lehrst du etwas, wenn du ein Semi- oder die Ausbildung gemacht hast, oder pädagogische Hochschule, lehrst du etwas, und zwar Eurythmie. Eurythmie, grosse Fragezeichen, das ist eine tänzerische Ausdrucksform, wo du alles kannst tänzerisch übermitteln kannst. Du kannst alles tanzen. Du kannst Gefühle tanzen, du kannst das Wetter tanzen, du kannst Namen tanzen, du kannst Fußballresultat tanzen, ist alles möglich. Und ich mache jetzt ein bisschen Spiel mit euch zu auf Lockerung. Und zwar werde ich jetzt Karrieren tanzen von meinen Lieblingsbühnenkünstlern aus der Schweiz. Ich tanze nicht Namen oder so, also ich mache nicht irgendwie raus, ich mache nicht Pantomime oder so etwas, sondern ich tanze Karriere, den Verlauf der Karriere von diesen Künstlern. Und ihr müsst herausfinden, welcher Schweizer Künstler gemeint ist. Und ich weiss, das klingt mega strange, aber ich bin ein sehr guter Euroleptiker. Ja, ich kann das wirklich sehr gut. Braucht dazu aber natürlich eine rhythmische Untermalung mit diesen Schlaghölzchen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich nehme jemanden aus dem Publikum. Ich wirf jetzt einfach die Hölzchen da so, nein. Wir machen das mit einer schönen Methode, und zwar, weil ich weiss, dass ich sowieso nie jemanden freiwillig meldet. Nehmen wir eine Methode, die ich im Kindergarten sehr viel angewendet habe, dazu mal. Das ist die sogenannte Denunziermethode. Wie geht das? Ich zähle auf drei. Und auf drei zeigt ihr alle auf eine Person im Publikum. Und dann zählen wir aus. Und die Person, die am meisten Finger drauf zeigt, das ist die Armsau und wird mich rhythmisch dürfen begleiten. Jetzt haben wir natürlich heute wirklich fast ausverkauftes Haus, ausverkauftes Zelt, sagt mir, das freut mich. Deswegen geht das mit dem Auszählen ein bisschen lang. Also komm, wenn ihr nichts dagegen habt, nehmen wir einfach den Walti da unten. Hä? Den Walti da unten nehmen wir. Gut. Geübt. Nein, bleib sitzen. Bleib sitzen. Walti, danke mal. Danke mal. Bleib sitzen, Walti. Es wird gefilmt und das werden wir nicht sehen. So. Nein, wunderschöne blaue. Stefanie hat gesagt, das ist der Typ mit den wunderbaren blauen Augen. Und das stimmt, wirklich. Wunderschön. Walti, ich darf dir da nicht die Hölzchen geben. Und du gibst mir ein Beat. Und ich tanze dort die Karriere von einem, ja wirklich, den können ihr alle. Das ist einer meiner Lieblingskünstler aus meiner Kindheit, mein Lieblingsklon, Schweizer Klon, bitte Walti. Gut, 1400 Leute und ich verwünsche den Schlagzeug vom Göllen. Merci. Nein, es ist. Kannst du den Götter. Kannst du Götter auswechseln? Weg, gell? Sigi, Migi und Fag mi. Also, warte, komm, mach's super. Achtung, ich tanze und ich versuche es herauszufinden. Achtung, bitte los. Mein Lieblingsklon, Karriere. 1965. 1967. Oh, wir gehen in die 70er rauf. Jesus Gott. Schau mal. Ende 70er, riesig. 80er, Mitte 80er. Was ist da los? Was ist da los? Ende 80er. Oh, 90er. Na ja, was soll ich sagen? Kann man umzehren. Ende 90er. 2000. Ist es ein bisschen abwärts. Hat es sich ein bisschen rar gemacht. Aber immer wieder ein bisschen, verstanden? Und dann 2009 kommt er auf einmal wieder. Achtung, hopp, 2010 bis 15, nochmal riesig, 16, 17, 18, aber 19 nochmal riesig. Ah. Ja. So. Wer ist das? Drei Rufe. Könnt alle Kevins Ruhe konzentrieren. Welcher Künstler ist das? Bravo, Emil, da hinten!
Sag mal, mit einem totalen Anfänger kann ich das so tanzen? Dass einfach, danke Mami, dass das wirklich von irgendwelchen Leuten... Machen wir noch einen? Machen wir noch einen? Und nein, es war nicht der Zuccolini. 1965. Jetzt war der Typ schon 30. Komm. Ich komme mal von dieser Seite, dass auch die Kamera ihre Rechtslastung hier mal ein gutes Bild hat. Meine Lieblingsklonin, Frau Klon, tolle Komödiantin, Klonin aus der Schweiz. Bitte, Walti. Komm aus der raus, Walti. Komm, ich brauch's. Komm, yes, komm raus. Achtung. 1973. Ah, na ja. 1975. Erst aufbäumen. Dann geht sie rüber. Schau mal. Aha, 1980. Riesig. 1989. 1990. 90 Jahre, ganz groß, auch dank dem Schweizer Fernsehen. Riesig. Und dann aber 1995. Oh nein, was ist da los? 1999, 2000 bis 2010, 2015, gar nicht. 16, 17, 18, ganz kurz. Und dann 2019. Jetzt ist es noch aufgegangen, hoppla. Wer ist das gewesen? Lieblingsklonin? Nein. Richtig, Uriella. Ist das gewesen, Uriella? Uriella, ist das gewesen? Und das ist der Walti! Der Giglers! Darf ich mal? Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Dominik Deville. Hat es euch nicht gefallen, mein Name ist Claudia Zuccolini. Ciao, ciao, schönen Abend.